Also gut, Isaac, Run Generator. Wir machen das über die Webseite und eine Sache, die ist geliefert, richtig auch von Randomize. Da steht kein Ziel. Dankeschön. Delirium. Okay, wir haben hier auch zwei Travel Down Repentance Alternative Path. Okay. Und skip all treasure rooms until Planetarium appears. Ich hab beschlossen, dass ich auch mal mit diesen Bonus-Challenges spielen würde, weil das eigentlich ganz lustig wäre. Okay, wir müssen jetzt den alternativen... Fucking Delirium als Ziel? Wir müssen den alternativen Pfad gehen und keine Items mitnehmen, bis ein Planetarium kommt. Wir berichten live aus der Burg der Arenaleiter. Ein mutiger Herausforderer möchte im Kampf gegen die Besten der Besten bestehen. Naja. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das am besten anstellen soll, aber das ist okay. Schließ das Boss-Items mit ein. Boss-Items kann ich mitnehmen, die haben ja keinen Einfluss auf Planetarium. Beziehungsweise, ich würde einfach mal sagen, dass ich die mitnehme. Sonst werde ich nämlich nicht begeistert sein. Okay, los geht's. Und dann müssen wir noch den alten Deli erwischen. Wie viel Zeit hat man bei Delirium, wenn man den alternativen Pfad geht? Müsste ich doch auch ein bisschen Zeit dazu bekommen, oder? Also ich hoffe, dass das Planetarium möglichst schnell auftaucht. Sonst haben wir nämlich ein kleines Problemchen. Black Candle! Black Candle! Au. Mein halbes Solar, nein. Ich hätte gerne eine Black Candle. Ja, direkt die Bomben. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein! Du meinst Hasch? Ah ja, Hasch, genau. Wir müssen Hasch machen, um sicher Delirium zu bekommen. Logischerweise. Oh, die goldene Pille wäre auch interessant. Aber wir nehmen erstmal die Black Candle mit. Die ist doch erstmal am wichtigsten. Gute Sache ist, dass Judas direkt mit 4,2 Damage startet. Mit 4,2 meine ich 4,7. Das erleichtert mein Leben schon mal direkt. Ich brauche einen Schlüssel für die alternative Ebene. Ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich denn den Schlüssel am besten her? Yo, Little Horn, mein Alter. Ich bräuchte dann mal ein bisschen Support von dir. Ein ganz kleines bisschen Support, denn der ist natürlich kein Mord. Yes! Okay, weiter geht's. Nicht lang schnacken. Außerdem von Lulu wie 60 Monate Restart und von Josh bei 22. Dieser Run wird absolut grauenhaft ausgehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Falls es Zweifel daran gab. Ich meine, wirklich die einzig gute Sache ist, dass Judas soweit schon mal höheren Damage austeilt. Damit kann ich einiges, was ich an Goldräumen nicht mitnehme, für den Anfang ausgleichen. Wie ich damit dann trotzdem stark genug für Delirium werden will. Das ist natürlich eine Sache, die wir erst noch herausfinden müssen. Mein... Oh, das ist ein richtig mieser Raum, wisst ihr das? Oh mein fucking Gott. Der Raum war schon so ein bisschen scheiße. Was ist denn das für ein Raum? Was soll das denn? Und dann waren auch noch so nervige Gegner da. Unglaublich. Oh, oh. Oh Gott, was sind das alles für Räume aktuell? Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn da keinen Schaden nehmen? Wie soll man in diesen Räumen denn keinen Schaden nehmen? Ist doch nicht euer Ernst. Wir haben noch dieses Chili im Goldraum. Aber nimm einfach mit. Nimm einfach mit. Keine Zeit verlieren. Okay.
Midnight Snack. Ich meine, ich habe gesagt, keine Zeit verlieren, aber ich will kurz ein bisschen Zeit verlieren und in den... Ich habe fucking 20 Damage. Ich will kurz in den Cursed Room reingehen. Wahrscheinlich sollte ich die Haufen auch noch aufmachen. Damit ich Petrified Poop habe. Wisst ihr was? Ich denke, das war es wert. Ich denke, das war es durchaus wert. So, Rotten Heart kann ich eh nicht mit nach draußen nehmen. Oh, ich habe noch nicht alle Räume erkundet. Okay. Naja, cool. Cool. So, Bomben aufbewahren ist natürlich auch relativ wichtig. Ach, komm schon. Nächste Ebene müssen wir einen guten Shop bekommen. Nächste Ebene, ein mächtiger Shop und wir sind im Spiel. Und vielleicht ein Planetarium, damit ich wieder Goldräume mitnehmen kann. Und ich glaube, ich muss kurz wohin. Ich glaube, ich muss gleich ganz kurz verschwinden. Ich komm schon, 41% Chance auf Planetarium. Also kriegen wir doch gleich. Komm, Boss, mache ich auch direkt, solange ich noch monstermäßigen Damage austeile. Hey! Was soll das denn jetzt? Sie einfach nicht beeindrucken lassen davon. Wollte einfach meine Bombe nicht fressen. Was schlecht ist. Oh, da wäre ein Tinted Rock gewesen. Was sehr schlecht ist, wir brauchen nämlich zwei Bomben, um in die Minen zu kommen. Vielleicht hätte ich die Bomben nicht bei dem Boss verschwenden sollen. Aber ich wollte auch die Chance haben, eventuell ein freundliches, nettes, freundliches, kleines Planet. Nicht Planetarium, sondern Angel dir zu bekommen. Aber das hat nicht geklappt. Ich muss kurz verschwinden. Dinge, die man sagt, wenn man aufs Klo muss oder der Steuereintreiber vor der Tür steht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Würde ich einfach mal sagen. So, zwei schwarze Herzen. Sehr schön. Planetarium. Ich suche dich. Vermisse dich. Zweiter Schlüssel, auch sehr wichtig. Ich bräuchte nur immer noch Bomben. Oh, schon wieder ein Tinted Drop. Jetzt, wo ich keine Bomben für irgendwas habe, dann kommen die ganzen Tinted Drops von überall. Das ist wieder typisch. Eine Bombe, dankeschön. Zweite Bombe. Mom's Key ist natürlich auch stark. Magician ist natürlich auch scheiße. Das ist okay. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dementsprechend würde ich sagen, ich kann die Truhe auch nicht mitnehmen. Oh, mies. Miese Sache. Wir werden nicht die alternative Ebene machen. Hier kann ich so auch nicht rein. Shit. Mit alternative Ebene meine ich, ich werde die Spiegelebene nicht machen. Wir gehen einfach mal weiter. Und hoffen, dass das Planetarium irgendwann mal auftaucht. Das fände ich nämlich wirklich gut. Das fände ich wirklich gut. Sag vielleicht mit dem für eine weitere Bombe. Yeah, wäre eine Option gewesen. Aber die Zeit, in denen wir Optionen hatten, sind lange vorbei. Gehst du weg, bitte? Geh bitte. Dankeschön. Ich glaube, ich bin noch nie von den alternativen Ebenen aus zu Delirium gegangen. Das heißt, das könnte relativ interessant werden. Was ist das eigentlich schon wieder für ein fucking Raum? Oh mein Gott! Warum stirbt ihr nicht? Sag mal, was sind das für Räume heute? Habe ich die Scheiße gesehen? Yes! Hab ich die Scheiße gesehen gerade? D-
direkt starkes My Reflection Pickup. So, ich schau mal, ob das Planetarium hier irgendwo ist, denn ich habe eine 61%ige Chance, eins zu bekommen. Und jetzt wird es langsam wirklich allerhöchste Eisenbahn. Bombe. Ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe einfach in diesem Run. Vielleicht machen wir das einfach so. Ich glaube, ich habe unterschätzt, wie anstrengend die Mines einfach sein können. Ach du meine Fresse, was ist das denn alles hier? Lass mich doch mal in Ruhe, Herz! Nein. Fuck. Oh Gott. Kein Planetarium übrigens. Nein! Wir versuchen es nochmal. Ja, jemand startet nur mit einem fucking Herzen. Warum ist das Planetarium auch nicht aufgetaucht, trotz erst 40 und 60% Wahrscheinlichkeit? Was soll denn das? So, ich hätte gern Schlüssel. Auch wenn ich meinen gerade für Müll ausgegeben habe, aber ich hätte gern noch einen. Messi Turner Hard war nicht komplett Müll. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine echt miese Kombination für einen Run. Was ich ja mit den alternativen Ebenen und keine... Mensch, ab und... alternative Ebenen und keine Goldraum-Items. Bis ich Planetarium habe. Das ist ein bisschen unfair. So ein ganz kleines bisschen. Soul Heart für 3 Cent. Ich denke, da muss ich zuschlagen. Ich hätte immer noch echt gerne einen Schlüssel. Außerdem von Shax, 5 Monate, resub, vielen lieben Dank. Schon, oh, 2 Eternal Hearts auf der Ebene, okay. Da sag ich doch nicht nein. Und dazu noch ein Rotten Heart. Ist auch nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Nur leider immer noch kein Schlüssel. War im Shop ein Schlüssel drin? Nee. Das Schlimme ist, ich hatte den Schlüssel, aber ich dachte mir, na, ich kann die Schatztruhe mitnehmen. Oh mein Gott, wir haben noch einen. Wir haben noch einen! Schon wieder fucking... Oh, das ist der andere Littlehorn. Wir haben einen bekommen. Der Run ist noch am Leben. Der Run wird niemals sterben. So, die 2 Fliegen, die ich habe, sind natürlich auch enorm hilfreich. Screw, Tears und Shot Speed up, das ist okay. Und weiter geht's. Da ist ein Goldraum, den ich nicht mitnehmen kann. Ich hoffe wirklich, dass ich diesmal das Planetarium mal ein bisschen früher finde.
Ich habe das Gefühl, es war auch so eine Sache, die ein bisschen den Run von vorhin sabotiert hat. Fucking 60% Wahrscheinlichkeit und trotzdem kein Planetarium bekommen. Wer denkt sich sowas denn aus? Oh Gott. Von dem Raum war ich auch kein Fan. Hier ist auch noch Scheiße. Was ist das Ziel des Runs? Oh ja, da hat schon jemand geschrieben. Okay. Wir gehen mal ins Feuer. Dankeschön. Halbes Herz. Nicht ganz, wonach ich suche, aber das ist okay. Ich bräuchte echt dringend auch ein Damage ab. Dass ich zwei Tränen für so einen dummen Wurm brauche, ist nicht gut. Das ist keine gute Voraussetzung für einen Run. Und kein Planetarium für mich. Hey, es ist das nicht. Ja, denn links könnte eins sein. Ich mache aber erstmal den Boss. Ach du Scheiße. Nein! Mein fucking Gott. Geh schon rein. Wir gehen raus, wir gehen raus, wir gehen raus. Ich kann nicht eins meiner zwei Herzen aufgeben. Oh, so eine Scheiße. Ich meine, der Kampf lief okay. Der hätte so viel schlechter laufen können. Und da geht mein Rotten Heart dahin. Warum habe ich auch keine Ressourcen? Selbst wenn hier ein Planetarium jetzt kommen würde, hätte ich keinen Schlüssel dafür. Oh, das ist doch alles Müll gerade. Das ist doch alles Müll. Immerhin ist meine Feuerrate ziemlich gut. Ich habe auch zwei Tier-Subs bekommen, also ist das wohl zu erwarten. Ich geh mal weg, ihr fetten Fliegen. Eine Kiste. Bombe und... Ich wollte sagen Bombe und Schlüssel, aber das hat sich erledigt. So, ich kann auch in den Cursed Room reinschauen. Gott, ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam, um jemals Hash oder dann auch Delirium zu erwischen. Es läuft doch alles scheiße. Was soll ich machen? Und nächste Ebene brauche ich dann wieder zwei Bomben, um in die Minen zu kommen. Gott, die goldene Kiste hätte ich so gern mitgenommen. Okay. Soweit so gut. Kann ich nicht mitnehmen. Och, komm schon. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Warum kriege ich keinen Schlüssel? Oh, danke schön. Das ist ein Schlüssel. So, das Problem ist, ich... Will ich den Boss direkt machen? Komm, wir machen. Wir versuchen es. War wahrscheinlich ein Fehler, aber das ist okay. Aber mein Damage ist ganz in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht langsam mal kaputt gehen? Book of Belay carried halt bis zum heutigen Tage.
Fucking Devil Deal schon wieder. Minus Damage. Minus fucking Damage. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay. Denn wir haben zwei Guppy-Items. Und jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Es ist echt fucking Experimental Treatment. Hat mir einfach minus... minus Damage plus Range und Shot Speed abgegeben. So eine Scheiße. Ja, Guppy-Transformation ist absolut möglich. Ja, dass das Damage-Up hat wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Run gekillt, aber das ist okay. Was mache ich denn jetzt? Ich sterbe nicht. Warum stirbt er nicht? Warum kann ich ihn nicht besiegen? Regeneriert. Okay, er hat sich nicht regeneriert oder so. Er hat einfach nur generell viel ausgehalten. Das ist okay, das ist okay. Boss Challenge Room. Was haben wir denn hier? 4 Pillen. Wollen mich verarschen oder so? Spiegel. Das läuft nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Das ist okay, ich muss auch gar keinen Soul Heart oder so hier rausbekommen. Das ist okay, wir müssen auch gar nichts im Cursed Room haben. Oder im Planetarium oder generell einfach irgendwas. Ist vollkommen okay. Absolut in Ordnung. Ich kann auch einfach mit einem halben Herz weitergehen. Ich sehe da kein Problem mit. Ich habe auch kein... Warte, hier geht's schon in die fucking Minen? Warum habe ich keine Ressourcen in diesem Run? Ich kann keine Items mitnehmen, ich finde kein Planetarium und ich habe nicht mal fucking Bomben oder so. Delirium kann ich an dem Punkt eh nicht mehr erwischen, aber was auch immer. Ich hätte den Raum einfach nochmal machen. Vielleicht kriege ich diesmal eine Bombe. Ich möchte übrigens auch anmerken, dass ich bei den Einstellungen von dem Run Generator eingestellt habe, dass Ziele, für die man... Na dann wiederum... Delirium ist ja gar kein time-based Ziel. Fällt mir just in diesem Moment auf. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe eingestellt, dass nur zu 15% der Ziele kommt, für die man ein gewisses Timing braucht, aber... Braucht man ja bei Delirium streng genommen gar nicht. Gib mir eine fucking Bombe! Ich krieg keine Bombe. Ist doch nicht dein Ernst. Okay, Phase 2. Ich meine, der hat eine Menge Bomben. Willst du mir nicht mal eine davon geben oder so? Ich meine, Matchbook wäre super hilfreich.
denke, ich werde dann eine goldene Kiste mitnehmen. Und einfach hoffen, dass da was drin ist für mich. Absolute Scheiße. Was ist mit dem Shop? Die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei Bomben drin sind, ist sehr gering. Ja, wir können trotzdem noch in den Shop rein. Eine Bombe. Black Candle. Das ist doch nicht dein Ernst! Ich habe übrigens keine Ahnung, was mein Ziel für diesen Run sein soll. Na, warte, ich könnte noch Secret Room mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was mein Ziel für diesen Run sein soll. Ich habe keine Ahnung, wo der Secret Room ist. Gemessen daran, dass ich Delirium nicht erwischen werde. Im Curse Room war noch eine Chest. Ah ja, stimmt. Naja, egal. Zu spät. Wir nehmen das mit. Ich habe eh 9 Leben, also was auch immer. So, wir haben Bookworm. Nee. Problem ist natürlich nur, dass ich jetzt keinen Damage-Bonus mehr habe, aber das kriegen wir alles hin. Blue Baby und dann Deli. Nee, ich muss die 9 Ebenen nehmen. Aber ja, ich kann nach den 9 Ebenen dann auch noch zu... Ich muss Marmen in den 9 Ebenen machen, dann kann ich auch wieder abhauen. Jo, Planetarium übrigens, fände ich ziemlich frisch gerade, wenn das langsam mal auftauchen würde. Damit ich vielleicht mal wieder ein Goldraum-Item mitnehmen kann. Oh, das ist so eine miese Kombination für einen Run. Einfach so eine miese Kombination. Schlüssel, wichtig, wenn wir unser Planetarium bekommen. Denn irgendwann wird es bestimmt auftauchen. Eines schönen Tages. Irgendwann. Und bis es soweit ist, leistet Satanic Bible noch hervorragende Arbeit. So, ich bräuchte noch eine Bombe. Damit ich nach Ash Pit gehen kann. Steintruhe gab es noch. Ich brauche die Bomben. Ich kann nicht irgendwelche fucking Truhen die ganze Zeit öffnen. Was unglücklich ist, weil ich glaube, die Tail ab und überall fucking Truhen sind, aber trotzdem. So, Devil, die Wahrscheinlichkeit 37%. Gemessen an, wie gut die Chancen aktuell für mich laufen, bedeutet das, dass ich keinen bekomme. Ich hätte die kurze Hoffnung, dass ich ein Guppy-Item rausbekomme. Ganz kurz hatte ich die Hoffnung. Okay. Timing-technisch werden wir Delirium nicht mehr erwischen. Wir werden also wirklich versuchen, den Weg über Blue Baby zu gehen irgendwie. Versuch, Angel Deals zu bekommen, mein Freund. Siehst du meine Items? Und wenn du sie siehst, hast du das Gefühl, ich werde noch die Gelegenheit bekommen, Angel Deals zu kriegen? Denn ich habe daran so meine Zweifel. Hey! Dankeschön. Satanic Bible. Ich glaube, ich will keinen random Spritzeneffekt. Versucht, Reality zu bekommen. Ich werde einfach versuchen, das zu kriegen. Das ist kein Problem. Oh Gott.
Ich brauche das Planetarium wirklich dringend. Tauch doch bitte auf irgendwo. Das kann doch nicht so, das kann doch nicht so weitergehen. Ich kann den Schlüssel auch nicht einsetzen. Nee. Wir haben kein Planetarium! Da ist kein Planetarium. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Boah, warum kriege ich das Planetarium nicht? Ich meine, ich habe eine Menge Bomben bekommen inzwischen. Schlüssel. Wichtig! Wichtiger Schlüssel. So, sprengen den mal eben weg. Das war auch nicht so gut. Ich glaube, ich spreng den Donate-Tomat noch weg. Damit ich vielleicht im Shop was holen kann, sofern ich dafür jemals genug Schlüssel haben sollte. Was aktuell nicht der Fall ist, weil ich Guppy habe, aber das ist okay. So, wir haben jetzt, wenn ich den Boss besiegt habe, ein Devil Deal Item. Und dann natürlich noch einen Devil Deal an sich mit etwas Glück. Das heißt, das dritte Guppy Item. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir es bekommen werden. Ach ja, der fucking Typ. Warte. Bekomme ich jetzt trotzdem dann wegen Satanic Bible ein Devil Deal Item von ihm oder was? Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Okay. Noch auf. Oh, mein Damage ist auch so scheiße. Aha. Bin hier. Egal. Wir gehen noch in die andere Ebene rüber. Ja, wir machen das schon. Das ist einfach so ein unfassbar schlechter Run. Es ist unglaublich, wie miserabel dieser Run ist. Ich weiß auch nicht, warum ich speziell in der fucking Planetarium Challenge einfach kein Planetarium bekomme. Das ist für sich auch ein bisschen nervig. Jetzt kriege ich auch keine Schlüssel mehr wegen Guppy's Tail. Ich meine, okay. In der Regel. Wow, wir haben Planetarium. Für Neuigkeiten. Jetzt gib mir bitte das schlechteste Planetarium-Item, das man bekommen kann. In dem Fall wäre ich über Terra sehr froh, möchte ich anmerken. Naja, ich habe gesagt, dass es mein Lieblingsplanetarium-Item so ziemlich ist. Also sollte ich mich nicht beschweren. Weil es hilft auch. Ich denke, es ist ein gutes Planetarium-Item. Au. Ja, ich habe nur langsam meinen Zweifel daran, dass ich in der Lage sein werde, alle anderen Defizite des Runs noch irgendwie auszugleichen. Das ist so die Sache, die mir etwas Sorgen bereitet.
Ja, das ist eigentlich gut. Keeper Spargan ist eigentlich ziemlich gut. Das war so scheiße. Oh mein fucking Gott. Wusstet ihr, dass Low Damage Runs in dem Spiel echt spaßig sind? Ich bekam. Ich bekam nicht nur kein Damage ab in diesem Run, sondern ich habe auch noch einmal Damage verloren. Möchte ich mal so in den Raum werfen. Erebok natürlich sehr stark. Okay, guter Raum. Zumindest kann ich hier ganz gut nicht getroffen werden. Goldraum! Was hast du denn für mich? Ist okay, ist okay, ist okay. Erhöht jetzt meine DPS nicht wirklich, aber das ist okay, das ist okay. Damit können wir leben. Schlüssel, wichtig. Wiederum, vielleicht erhöht es mein DPS ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Warum hat das ein ganzes Herz Schaden gemacht? War das ein Champion, der mich da gerade getroffen hat? Ich hasse diesen Run. Ich hasse diesen Run sogar sehr. Wisst ihr das? Ich sollte trotzdem noch in den Shop reinschauen. Vielleicht ist da eine Batterie. Das wäre hilfreich. Die Tür kostet ja auch noch Herzen. Hier, dann bin ich eh fucking tot. Das heißt, das ist nicht so das Problem. Nekropolis 1. Ne, komm, wenn ich den Doppelraum gemacht habe, kann ich nochmal die Satanic Bible einsetzen. Wir machen das. Goldkisten sind auch nur pure Enttäuschung. Ne, Goldkisten sind oft gut. Nur in diesem Run sind sie alle scheiße. Der Raum ist auch so ein bisschen belastend, aber das ist okay, weil es nur ein bisschen ist. Eine nach dem anderen. Okay. Dann hoffe ich, dass mich jetzt nicht noch einer treffen wird. Okay. Wie, das gibt keine zwei? Oh mein fucking Gott. Okay, hat sich erledigt alles. Hat sich alles soweit erledigt. Naja, ich kann auch eine Goldkiste mitnehmen. Ich bin auch arschlangsam in diesem Run. Gott, dieses fucking Experimental Treatment hat alles noch so viel schlimmer gemacht. Hätte ich mal früher mitnehmen sollen. Ich bräuchte das Trinket, mit dem ich Kisten mit Bomben öffnen kann. Was ist denn das für ein Schaden? Das kann nicht dein Ernst sein.
Ja, bleib mal da oben. Nein, bleib da oben. Nein, bleib da, wo du bist. Bleib schön über den Steinen. Ich mach den Brimstone, was auch immer. Okay. Aha. Dieses fucking Buch. Ach ja, man zahlt hier gar nicht schwarze Herr. Oh mein fucking Gott! Natürlich zahlt man keine schwarzen Herzen ein. Warum sollte man auch? Warum sollte man auch? Deals werden wir auch keine mehr bekommen. Oh Gott, dieser Run ist so ein fucking Elend. Ich hasse diesen Run so sehr. Ich hasse diesen Run so sehr. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr. Ich kann noch nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wo ich ausweichen soll. Ich kann die Gegner nicht killen. Die halten alle viel zu viel aus. Warum habe ich 3,7 Damage? Warum ist bisher meine Bilanz immer noch minus 1 Damage? Okay. Ich meine, ich habe noch 9 Leben. Also an sich ist ja natürlich noch alles machbar. Ich sage es, wenn ich einen fucking Damage Up hätte, das würde so viel verändern. Ein einziges Damage Up. Und die Welt wäre eine andere. Problem ist nur, dass ich dafür ein... Gott, dieser fucking Raum! Dafür bräuchte ich nur ein Damage ab. Warum bekomme ich die ganze Zeit nur Bomben? Goldraum. Na, danke schön. Wir sind auf dem Weg zurück ins Spiel, meine Freunde. Wir sind auf dem Weg zurück. Schau ich die Tränen um mich herum jetzt mal an. Ab jetzt geht's aufwärts. Hoffe ich. Ich hätte gern noch einen Schlüssel oder so. Au. ...51% Devil Deal Wahrscheinlichkeit. Komm, Secret Room, sei hier unten. Fuck, sei hier oben, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich habe das Gefühl, der Run wird immer noch sterben. Ich habe das Gefühl, der Run wird immer noch sterben. Aber plus 10% Devil die Wahrscheinlichkeit. Was? Wir machen Era Walk. Was?
Geil, der fucking Guppy-Kopf kann nicht mal angreifen. Was soll das denn? ...61% Wahrscheinlichkeit, war aber leider nicht genug. Tja. Tja. So, ich hätte noch gerne einen Schlüssel, ehrlich gesagt. Denn vielleicht hat der Shop noch was Gutes. Schlüssel, bitte. Ich meine, mein Damage geht inzwischen gut hoch. Technology. Glass Eye, wichtig. Nein! Oh nein, warum hab ich... Ich hab aus irgendwelchen Gründen L1 gedrückt, ich weiß nicht genau warum. Ah, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ich denke, ich werde die Kiste noch mitnehmen und ich darf dann noch umbringen. Wisst ihr was? Bisher würde ich sagen, Technology ist ein gutes Plus für den Run. Quadshot Technology knallt ganz schön rein. Naja, das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Oh, warte, ich habe einen Schlüssel. Wir können also in den Shop rein. Mein Ziel ist übrigens Delirium. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals Delirium erreichen soll, aber das ist okay. Ja, Ich hätte mir ehrlich gesagt schon ein bisschen gewünscht, dass das jetzt so nicht passiert wäre, muss ich gestehen. Wir nehmen den Schlüssel einfach mal mit in die nächste Ebene und schauen, dass wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Remote Detonator vielleicht noch aufheben für 5 Bomben. Ja, yeah, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich wünschte, ich hätte den dummen Automat nicht weggesprengt, aber man hat so nervöse Finger, versteht ihr? Da kann man sich manchmal nicht helfen. Aber... Der Bild macht sich bisher tatsächlich ziemlich gut. Ich meine, meine HP kann man wahrscheinlich... Man kann nicht wirklich darüber streiten, die sind absolut grauenhaft. Aber abgesehen davon ist der Damage ziemlich gut. Das heißt, wenn ich es jetzt noch hinbekomme, ein bisschen schwarze Herzen zu sparen für die nächste Ebene, dann stehen wir okay da. Ehrlich gesagt. Dann stehen wir absolut okay da. Ich wünschte nur immer noch, dass ich ein bisschen schneller wäre, aber gut. Ich glaube, es ist zu weit oben für ein Secret Room. Weiter geht's. Gehenna. Schön, 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 schön. Nee, nee, lass mal. Ja, seht ihr das? Das ist der Stoff! Willst du mich eigentlich verarschen?
Nein, die Sachen sind an sich gut. Vor allem das hier ist ganz gut. Ja. Hätte besser sein können, aber es hätte definitiv schlechter sein können. Außerdem 100% Devil Deal Wahrscheinlichkeit, meine Freunde. Guter Raum. Hat mir viel Spaß gemacht. Guter Raum, hat mir viel Spaß gemacht. Haben wir noch mehr so spaßige Räume vielleicht? Dankeschön. Und die Räume aktuell sind halt wirklich eine absolute Qual. Aber das ist okay. Die HP gehen noch nach oben aus irgendwelchen Gründen. Und solange das der Fall ist, kann ja nichts passieren. Ja, eine Steinkiste, dankeschön. Und wieder nur Müll. Wie soll ich denn ausweichen? Scheiße. Ich bin noch viel zu langsam für sowas. Schlüssel. Wichtig. Wie soll ich denn ausweichen? Gott! So eine Scheiße. Einfach kein Platz, um irgendwie auszuweichen. Kein super Secret Room. So, mir fehlt noch der Goldraum auf der Ebene, glaube ich. Wir gehen mal hier rüber. Die Goldkisten lassen mich übrigens auch sehr im Stich. Normalerweise bekommt man da ja relativ oft Items raus. Ich aktuell aber nicht. Fucking Piggy Bank. Bob's Curse, wirklich. Fast Bombs. Nicht zwangsweise das Bomben-Upgrade, das ich mir gewünscht hätte. Und damit meine ich überhaupt nicht das Bomben-Upgrade, das ich mir gewünscht hätte. Amnesia. Question mark. Perks. Perks wäre gut, aber ja, für mir jetzt auch nichts. Aha. Drei von denen, aber sonst nichts. Okay. 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 Der Kampf gegen Marm wird ein fucking Elend. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ein absolutes Elend. Schon. Naja, lief doch ganz okay. So, Polaroid nehmen wir mit. Ja. Okay. Weiter geht's.
Ja, Duality war es eigentlich auch nicht mehr wert, hier noch mitzunehmen. Naja, was soll's. Ich hoffe einfach, dass wir noch zu Delirium kommen werden. Wenn nicht, ist mein Ziel Blue Baby. Dieser Run war nicht gut zu mir. Ich meine, für die normalen Ebenen bin ich jetzt reichlich stark genug, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen stinkig. Trotzdem noch so ein ganz kleines bisschen stinkig. Oh ja, für Polaroids ganz gut, keine roten Herzen zu haben, das stimmt. So, ich hoffe, dass der... Ach shit, warte, ich bekomme jetzt nicht mal mehr ein Item für mein, Negativ. Nicht Negativ, sondern für Satanic Bible. Oh, mies. Ja, gehen wir direkt zum Boss. Au. Oh ja, Polaroid. Wo will ich rein? Wir können zwei Engelstatuen hier haben. Das würde mir Mega-Satan garantieren. Und nach Mega-Satan hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit... Oh, das ist trotzdem so gut. Auch wenn es nicht das ist, wonach ich gesucht habe. Die Experimental Pill kannst du mal schön für dich behalten. Nach Mega Satan haben wir natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu Delirium zu kommen. Fuck, ich brauche Schlüssel für... Oh nein. Oh nein, wir müssen irgendwo Schlüssel herbekommen. Oh nein, ich habe nur einen Schlüssel. Oh mein fucking Gott, nein. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Oh. Homing wäre sehr gut. Schlüsse wären erstmal sehr gut. Der Raum war auch ein bisschen toxisch. Bob's Rotten Head wäre stark. Immerhin finde ich viele graue Kisten. Auch wenn da trotzdem kaum Schlüssel drin sind. Schlüssel! Graue Kiste ist gut. Amnesia-Pille. Die ist nicht ganz so gut. Perks? Könnte sehr wichtig sein. Im weiteren Laufe des Runs. Münzen. Macht mich sehr traurig, dass ich nicht mal vier Schlüssel zusammen habe. Das reicht nicht mal für den fucking ersten Raum. Tinted Rock? Nee. Ja, haben wir noch ein paar mehr von euch vielleicht? Shit. Oh oh. Oh oh.
Oh oh. Ja, fuck. Ja, Dann werde ich wohl Perks einsetzen gegen Isaac. Na, willst du auch mal deine fucking Engel? Dankeschön. Das ist ein sehr langer Isaac-Kampf. Kann Sacrifice Room auf der Ebene spawnen? Ich glaube ja. Wahrscheinlich sollte ich noch nachschauen. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich jemals Mega-Satan besiegen sollte, aber... Hey. Kann's ja versuchen. Kein Portal zu Delirium. Machen wir noch die Ebene fertig. Okay, das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Ja. Wahrscheinlich wird das nicht zu dem Sacrifice Room. Ich habe fast die Bob-Transformation, also. Das ist auch schon mal etwas. Oh, fantastisch. Ja. Mies. Mies, 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 mies. Das ist okay, ich habe noch ein halbes Herz, also. Gibt es nicht wirklich einen Grund, sich Sorgen zu machen um irgendwas. Und ich habe 4 Schlüssel, also reicht das für die 4 Kisten. Und all die anderen Kisten, die ich finden werde, kann ich nicht mitnehmen. Darüber freue ich mich auch schon sehr. Wenigstens kostet die Kiste kein Schlüssel. So. Müll. Schauen wir es uns einfach an. Das war ein Quatsch. Oh Gott, die Hitbox ist so komisch davon. Warum ist die Hitbox so komisch? Aber es ist relativ stark. Ich bin fast tot wieder. Das ist okay. Schlüssel! Ja, das ist genau das, was ich brauche. Jemand, der die fucking Schlüssel für mich aufhebt. Das hat mir noch gefehlt in diesem Run. Friends till the end. Habe nämlich schon gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen zu viele Schlüssel habe. Verzeihung? Was haben die denn für eine Range mit ihren dummen Tränen? Wirklich. Okay. Ah, was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Vielleicht bringt es uns für Candy Heart ein bisschen was. Drop mal ein paar Herzen. Dankeschön.
0,03 Feuerrate. Rund und gesund. Ich bekomme nicht ganz die Sets, die ich gerne hätte. Und damit meine ich überhaupt nicht. Der Dumpy ist gut. Denke ich. Ja. Ah, fuck, ich hätte Gluttony als letztes killen sollen. So, man kann sein, dass ich gar keine Holy Shots mehr habe inzwischen. Also bei Ludo kommen keine mehr, kann es sein? Kann ich vielleicht eigentlich noch Herzen oder so haben? Nee, okay. Wir müssen noch nicht. Fuck. Doch, kommen noch welche. Hey, Tears down. Tears down. Ich glaube, bei Ludo habe ich nullmal bisher, irgendwelche Holy Shots gesehen. Lockdown. Ich hätte so gerne Bombs oder Keys, oh. Okay. Ich hätte trotzdem gerne Bombs oder Keys, Pille gehabt. Sack of Sacks. Bisschen spät dafür. Bisschen spät. Puh, das sieht nicht gut aus soweit. Vielleicht waren es auch deine Saturn-Tränen. Ja, da ist immer wieder mal ein Holy Shot dabei, aber ansonsten nicht mehr wirklich. Ja, überhaupt nicht mehr. Eine Bombe. Der Blaue gibt einen Soul, hat wenn ich den zuletzt kille. Was? Er ist in ihn reingerannt und hat ihn damit gekillt? Wo ist überhaupt der fucking Super Secret Room? Das Grund, warum die graue Kiste nicht geöffnet wird. Achso, weil die mich umbringt, wenn ich sie öffne. Ich werde den Super Secret Room noch mitnehmen. Yeah. Der ist der Stoff, den ich sehen will. Top Diamonds. Two of Diamonds. Okay. So weit, so gut. Ich kann jetzt hier eine Kiste noch mitnehmen. Denn ich habe wieder ein paar Herzen bekommen. Scooper!
Der Super Scooper. Ich weiß nicht mal, was Scooper überhaupt macht, so wirklich. Weil ich ihn nie verwende. Okay. Vielleicht kommen wir noch zu Delirium. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht zu gering. Ich meine, sie ist auch nicht zu hoch, aber auch nicht zu gering. Und irgendwie haben wir es doch noch geschafft. Ich hab die Satanic Bible nicht mitgenommen. Das werde ich bereuen. Das werde ich definitiv bereuen. Ich wollte sie noch mitnehmen. Vor dem Kampf dachte ich mir noch, ja, ich werde jetzt den Sprinkler mitnehmen und nach dem Kampf hole ich die Satanic Bible. Und dann war ich so... war so euphorisch, weil wir noch zu Delirium kommen, dass ich es vergessen habe. Speed up, wichtig. Aber gut. Ich meine, Sprinkler ist nicht verkehrt. Vor allem, wenn wir vielleicht Auto-Aiming irgendwo herbekommen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, jetzt kriege ich auf einmal die ganzen Schlüssel. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, im Kampf gegen Delirium ist der Sprinkler wirklich nicht zu übel. Vor allem habe ich ja unendlich Range mit Technology. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen Bonus-Damage mitnehmen können. Best wäre natürlich sowas wie Spoonbender noch, aber... ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering. Jetzt Nordleaf. Ich meine, ich wäre absolut für Nordleaf in diesem Run. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe die Gegner fast gesehen. Wo sind die Bosse gerade? So, jetzt irgendwie eventuell Crawlspace suchen. Ich meine, du weißt, auf welcher Ebene ich bin, oder? Ich habe das Gefühl, in The Void nach dem Crawlspace gezielt zu suchen, ist ein sehr, sehr fruchtloses Unterfangen. Triff doch bitte. Sag mal, wo sind denn die Bosse? Würde ich eine Menge Steine. Es gibt sehr viele Steine. Ich würde fast, üblicherweise würde ich fast sagen, dass es nicht mal wert ist, den nach dem Secret Room zu suchen. Wir machen es aber trotzdem. Da war er nicht. Nee. Lass das Rotten Heart mal. Da ist er! Wahnsinn. Der war auch nicht so gut. Ich muss auf jeden Fall noch versuchen, ein paar rote Herzen aufzutreiben für Candy Heart. Das wäre ziemlich gut, aber bisher kriegen wir gar keine roten Herzen. Das ist ziemlich schlecht. Nein, nein, geh doch weg! Tinted Rock irgendwo? Irgendwo? Nein? Vielleicht? Ja? Nein? Nein. Bossräume liegen gleich alle nebeneinander. Ich meine, müssen sie an dem Punkt. Wir haben einfach noch null gefunden. Die Goldkisten könnten definitiv besser sein.
Sie sollten definitiv besser sein. Oh. Ich meine... Nicht der Automat, nach dem ich mich sehne. Wollt ihr mich verarschen? 10 Münzen und das war alles, was wir rausbekommen. Wo sind die Bosse? Crossbase und Tinted Rock. Wir haben den Crawl Space. Nein! So was? Lass mich mal eben. Crawl Space mit einer grauen Kiste. Wahnsinn. Wo sind die fucking Bosse? Es muss doch irgendwo mal einer... Da ist einer. Das ist doch noch ein sicherer. Hm. Tears up ist okay. So, wir kommen nicht viele Soul Hearts oder so gerade, was ein bisschen nervig ist. Zudem kann ich ja alle meine Schlüssel geben. Dieses fucking Spiel. Ich habe ihm 6 Schlüssel gegeben. Und er gibt nicht eine Kiste dafür. Das kann nicht euer fucking Ernst sein. Der alte Krieg. Mom's Purse? Was ist ein Trinket? Was ist ein Trinket? Der Raum da ganz rechts sollte sicher sein, oder? Oh, Magician! Wichtig. Der wird wahrscheinlich ganz am Rand sein. Ja, genau, ich nehme die Stars-Karte einfach mit. Ich weiß nicht, warum ich mir Sorgen mache. Ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir doch mal mit. Dann wissen wir ja jetzt auch, wo Delirium ist. Aktivisiert. Yeah. Das aktiviert die Abwehrkräfte. Warum haben sie die Scheiße eigentlich geflüstert? Wahrscheinlich, weil Abwehrkräfte sehr... Willst du nicht eher erschrecken? Weil es gelogen war. Lügen kann man sagen, solange man sie nicht so laut ausspricht. Vielleicht war Ihnen der Slogan peinlich? Nein, der Slogan... Besseren Slogan wird Actimel nie wieder haben. 2 Trollbomben. Schön. Besseren Slogan werden sie nie wieder haben. Nee, behalt mal deinen fucking Topf bei dir.
Yes. Warte, ich habe Sci-Fly und Dumpy, fällt mir gerade auf. Sci-Fly und Dumpy ist eine ganz potente Kombination in Sachen Verteidigung. Haben die nicht bis heute? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt eine aktuelle Werbung gesehen habe, also... Kann sein. Kann durchaus sein. So, wir haben auf jeden Fall nochmal 5 Schlüssel gefunden. Schau ich diese bunten, dieses bunte Tränen-Potpourri an. Wow, wir haben die Marm-Transformation. Juhu. So, ich glaube, ich sollte aber jetzt permanent Spinnen spawnen, auch wenn ich nicht in eine Richtung drücke. Glaube ich. Wieder. Ne, okay, vorhin hatten wir Mom's Heart. Wir bekommen heute die volle Dosis an Mom's Heart und It Lives Campen. Äußerst interessantes Pickup. Möchte ich mal so in den Raum werfen. Ich werde den Magician auf gar keinen Fall vergessen. Der Magician ist das, was den Run zusammenhält. Oh mein fucking Gott. Was den Run zusammenhält. Hey, eine Goldkiste. Oh Gott, die Spritze, die noch um mich herum fliegt. Ist ein bisschen beängstigend, aber das ist okay. Der doppelte, zweigeteilte Loot. Okay. Gute Neuigkeit, wir haben noch eine Wiederbelebung. Oh, 2 Bomben. Wichtig. 30 Bomben habe ich jetzt insgesamt. So, Magician sollte auch auf... Oh Gott. Nicht einfach durchlaufen, das ist ein nerviger Raum. Magician sollte ja auch die Sad Bombs betreffen. Also von Ronneberg 500 Bits. Vivi, lieben Dank. Gestern einen sehr starken Tainted Lilith Run, wollte zu The Beast und hatte die Full Card vergessen. Oh, mies. Mir ist das noch nie passiert. Fucking Red Key. Warte, das ist der falsche Raum. Der Raum ist da oben, ich suche. Ja, Sprinkler kommt auch noch dazu. Ja, die Sad Bombs waren jetzt nicht so stark, wie ich dachte. Aber das ist okay. Dumpy, komm mal wieder mit. Wo ist Delirium? Da. Immer schön Dumpy wieder abholen. Ne, das läuft sehr geschmeidig tatsächlich. Der Sprinkler ist ein bisschen enttäuschend. Aber hey. Ich hätte ihn vielleicht auch nicht links am Rand des Raums positionieren sollen. Vielleicht ist das zum Teil mein Fehler. Wo ist Dumpy? Da ist Dumpy. Ich kann nicht mal die Gelegenheit abzuhauen. Was soll denn das? Entschuldigung, ich gehe kurz meinen Dumpy abholen. Großer Fan davon. Aber ich meine, wer nicht? Wer liebt es nicht, wenn die Eisequase kommt? Schauen. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Wir haben es irgendwie noch geschafft. Wir haben es irgendwie noch geschafft. Außer von Lundberg, 46 Monate. Restart. Wie lieben Dank. Irgendwie noch geschafft. Das war ein Run, dem ich
nicht viel, ich habe ihm nicht viele Erfolgschancen ausgemalt. Ich meine, wir haben im Endeffekt ganz gute Items bekommen, aber... Puh. Ich dachte nicht, dass der Run jemals Delirium besiegen können wird. Aber wir haben es geschafft. Und das ist das Wichtigste. Dafür haben wir niemals... daran haben wir niemals gezweifelt, meinst du? Aber ja, ja, ich hätte auch nicht daran gezweifelt. Es war einfach von Anfang an absehbar, dass das klappen wird. Gott, das war ein langer Run.